Hallihallöchen, willkommen zurück bei Dungeons 4. Ja. Die Kreaturen des umgrabenden Bösen hatten eine weitere Runenkammer im Untergrund entdeckt. Oh, das sind sehr... Warte, auf was sind wir denn jetzt? Stein des Schadens, okay. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenbau angegraben. Okay, dann sollten wir auf jeden Fall erst uns um den Spinnenbaum kümmern, nicht Baum. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenraum angegraben. Schon wieder? Wird immer mehr hier. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Auch noch? Das gibt's ja nicht. Das ist ja hier, das ist ja... Wo ist denn? Wo ist denn? Eine eurer Kreaturen ist gestorben. Hä? Wo ist denn jetzt hier... Ah, da. Doch nicht. Das ist ja nicht wahr. Erst da weitermachen, dann wird hier weggerannt, ja? Der Endlichkeit erlaubte es allen Kreaturen, sich langsam zu regenerieren. Dieser Stein der Endlichkeit stärkte die Angriffskraft der Kreaturen. So. Warum greifen die ihn jetzt da an? Warum nicht erst hier? Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Feinde sind im Dungeon. Eure Feinde sind im Dungeon, ja, das war ja klar. Eure Armee hat sich gerade durch Ableben verkleinert. Warum? So, der nächste Stein. Das ist, das ist das Gewölbe der Böshaftigkeit der Holine. Geschwindigkeitsstein, ah, wäre gut. Effizienz. Effizienz. Der vierte Stein der Endlichkeit war an seinem Platz.
Nur noch ein weiterer Stein musste platziert werden, bevor der Handschuh aufgeladen werden konnte. Moment, was heißt aufgeladen werden konnte? Ich denke, du lässt dich besser einfach überraschen. Ach, das verheißt nichts Gutes. Der Stein der Effizienz stand dem effektiven Bösen nun zur Verfügung. Fortan würden seine Räume deutlich effektiver sein. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich brauche mehr Fallen, ey. Auch einfach mehr Fallen. Da. Die machen mir ganz schön hier Schwierigkeiten, das muss ich ja wohl sagen. Wo ist jetzt mein Biergedönse? Ach hier. Bier her, oder ich fall um. Komm, die brauchen Bier. Mann. Diese Goldader funktioniert nicht effizient. Wie denn auch? Wie soll die denn auch effizient laufen hier? Kann man mal einer sagen? Nee, ne? Die wird auch nicht effizient laufen, dann so. So. Ach ja. Ihr Lieben und Nicht-Lieben. So, zack. So, vielleicht soll ich erstmal... Ja, wir brauchen einfach viel mehr Kisten. Wir kommen mit der Kistenproduktion ja gar nicht hinterher. Ja? Ich weiß gar nicht, hatten wir denn so eine Arena schon? Ne, das ist ein Versteck. Ach, wir haben gar nicht Arena trainiert. Uiuiui. Das war das Versteck, da ist die Arena. Zack. Sonst werden die gleich wieder so alle mürrisch. Da habe ich ja gar keine Lust drauf, dass die mürrisch werden, ne? Wer will schon, dass die mürrisch werden, ne? Das möchte keiner.
Kohle haben die dazu. Ist auch alles super, ne? Alles klasse, alles hey. Lala, mehr Kisten, wir brauchen viel mehr Kisten. So, Bierproduktion läuft, ja. Könnten wir eigentlich mal draußen ein bisschen Unruhe stiften, finde ich. Eure Goldader ist fast erschöpft. Welche? Achso, die. Ja, das macht nichts. Die Macht dieses Steins der Endlichkeit verbesserte die Effizienz aller Räume. Das ist doch gut. Effizient ist gut. So, wir brauchen ja EP, ne? Also beziehungsweise die Bösartigkeit, ja. Da. Da geht's doch zum nächsten Monster, oder? Ja, wir gehen zum nächsten Monster. Alles gut. Eine Heldengruppe hatte sich auf dem Weg zu ihrer eigentlichen Queste verlaufen. Diese aufzureiben, würde einiges an Bösartigkeit. Die Macht dieses Steins der Endlichkeit stärkte die Angriffskraft der Kreaturen des zuschlagenden Bösen. Feinde oh sind im Dungeon. Ja, oh, Feinde im Dungeon. Warum müssen Feinde jetzt im Dungeon sein? Oh nein, jetzt kommen da noch mehr Elite-Viecher. Ah, ach ja. Wir können doch unseren Mega Man rufen. So, einmal zurück. Und Mega Man ist auch hier. Ich weiß, er heißt nicht Mega Man. Gorgu ist das. Und Gorgu macht hier direkt einmal sauber. Da. Ach ja. Das ist das blöde Meine Haus. Die Goldader wurde vollständig abgebaut. Immer diese Goldadern. Bewegt euch doch mal schneller. Achso, ja, stimmt. Wir könnten ja eigentlich Geschwindigkeit... Haben wir nicht. Wir haben keine Geschwindigkeit.
Wir haben ja gar keine Geschwindigkeit. Stimmt. Da war ja was. So. So, Bier her, Bier her. So, einmal Gegner. Gegner verlangsamen. Immer diese Gegner. Eine Aufgabe wurde gemeistert. Oh, Status wird gespeichert. Sehr gut. Attacke, Attacke, nicht Attacke. Attacke. Wie komme ich denn hier rein? Ach so. Eingang gefunden. Oh. Attacke gefunden. Eine Kronleuchterlieferung fuhr mit einem unerträglichen Schillern durch das Gebiet. Willst du mich veralbern? Das lichterlose Böse würde diesen Transport alsbald in Dunkelheit stürzen. Oh nein, wir haben... Oh nein. Ja, wenn wir hiermit durch sind, sollten wir uns gleich um die Spinnen mal kümmern. Oh, einer ist gestorben. Warum? Ach so, oh nee, echt jetzt? Oh oh, ich glaube, die Spinnen machen sich langsam auf. Das wäre weniger gut. Eine eurer Kreaturen, ja, ja, hat das Zeitliche gesegnet. Es sind Kreaturen gestorben, das kann schon mal vorkommen. Das ist das sogenannte Künstlerpech, ja? Das passiert schon mal. Zahltag.
Dieser Stein der Endlichkeit verstärkte die Effizienz aller Räume. Genau, aller Räume. Effizienz ist einfach gut. So, und da die hier eben Bier am Brauen sind, wa? Oh, oh, die Spinnen, die sind auf dem Weg, ne? Sammelt euch! Ich hätte die vielleicht vorher heilen lassen sollen. Heilung. Durch die Macht dieses Steins der Endlichkeit konnten die Kreaturen des regenerierenden Bösen sich nun langsam, naja, eben regenerieren. Im Dungeon wird gekämpft. Ja, wird im Dungeon gekämpft. Da die blöden Spinnen da meine Betten weghauen wollen, ne? Das geht so mal gar nicht. Das geht so nicht. Eure Feinde sind im Dungeon. Och, das gibt's doch nicht. Jetzt sind auch noch Feinde wieder im Dungeon, oder was? Ja, lass die erstmal da durchlaufen, ey. Die sollen erstmal sich fett fressen, komplett heilen. Da sind ja auch nochmal... Oh nein, jetzt greifen die von beiden Seiten an, die Feinde, oder was? Das gibt's doch nicht. Ja gut, Feinde im Dungeon, okay. Eine Tür wurde schon zerstört, auch nicht so gut. So, wir setzen aber nochmal Bier an. Bier her, Bier... Ja. Die brauchen ja auch Bier. So, die gehen ins Training. Okay. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten... Eine Kreatur für immer verloren. Warum? Naja, gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao mit V. Tschüss.